Hallo und herzlich willkommen zu den Spielevorschau für den Monat Dezember. Ja, das Jahr neigt sich bald dem Ende zu, also kommen nicht mehr allzu viele Titel raus, aber es sind doch einige mit dabei und das will ich euch in diesem Video zeigen, also lehnt euch zurück, genießt das Video und falls euch das Ganze gefällt, lasst auch ein Like da. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit unserem ersten Game und zwar Dragon Quest Monsters erscheint am 1.12., also direkt am Anfang des Monats. Für alle Nintendo Switch Spieler da draußen oder Besitzer da draußen, viel Spaß mit dem Game, weil es sieht richtig gut aus, das Ganze. Unser zweiter Titel erscheint auch am 1.12. direkt und zwar Steam World Build für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S sowie die Nintendo Switch. Unser nächster Titel hat einen richtig witzigen Namen und zwar Born of Bread, erscheint am 5.12. und zwar für PC, PS5, Xbox Series X, S sowie die Nintendo Switch. Unser nächster Titel auf der Liste erscheint auch direkt am 5.12., allerdings leider nur für PC. Alle Konsolenspieler müssen bis Anfang 2024 warten.
So, kommen wir nun endlich zu dem Highlight-Titel des Monats, und zwar Avatar. Das ist das Game, worauf ich mich persönlich in diesem Monat freue, und es erscheint direkt am 7.12. für PC, PS5, Xbox Series X und S. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Gebt euch das ganze Gameplay, das Spiel sieht richtig, richtig gut aus und ich bin wirklich gespannt. Und zwar am 7.12., wenn es soweit ist. Ja, und schreibt gerne in die Kommentare unten rein, auf welche Titel ihr euch in diesem Monat am meisten freut, beziehungsweise habt ihr andere Titel, womit ihr immer noch beschäftigt seid. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da und am besten noch ein Abo, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Weiter geht's auch am 7.12. und zwar mit Warhammer 40k, erscheint für PC, PS5, Xbox Series X und S. Kommen wir nun zum Granblue Fantasy. Das Game erscheint am 14.12. für PC, PS4 und PS5 und somit ist es auch das letzte Titel, was im Monat Dezember erscheint. Danach kommen keine weiteren Titel mehr in diesem Jahr raus. Und ja, das ist auch gut so, finde ich, denn die restliche Zeit gehört einfach der Familie und wirklich die Weihnachtszeit ist eine wirklich sehr schöne Zeit für alle, vor allem die das feiern. Wünsche ich eine schöne Weihnacht und ja, lasst ab und zu trotz den coolen Games, was auf dem Markt ist, vielleicht mal die Konsole liegen und genießt die Zeit mit eurer Familie. Ja, dann danke ich an alle, die das Video bis jetzt zugeschaut haben. Lasst gern ein Like da, kommentiert das ganze Video und am besten abonniert den Channel, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.